Da ist ja noch einer. Da hinten sind Armbrustbolzen. Das ist ja auch noch eine Kiste. Oh, wo, wo, wo? Ja, nee! Hier hinter. Mädchen, hier hinter. Okay, dann nehme ich die Armbrust. Puh. Okay, da hätte es wohl wahrscheinlich ein einfacher Schuss auch getan. Aber gut. Verdammt nochmal. Immer die Bolzen. Nachdenken und dann schießen. Ja, tut mir leid. Die Schiffshülle ist beschädigt. Sofortige Evakuierung vorbereiten. Mal gemütlich nachladen. Der Rest ist nachgeladen. Gehen wir hier durch die Tür. Hahaha, eher nicht. Da droppst du was? Immer Munition? Nee, Fähigkeitspunkte, okay. Was kann ich hier? Ich sehe noch irgendwas, so ein Abzeichen. Ah, hier war irgendwas. Ach, eine Kiste, okay. Hier einfach weiter? Das U-Boot wird's wohl nicht mehr lange machen. Da bin ich wenigstens sicher vor dem Verbrennungstod. Ah, dieser Greifhaken ist aber auch super nützlich. Ne? Und mit den Stöckelschuhen so einen Halt zu haben, ist natürlich auch ganz beachtliche Leistung. Was ist denn da jetzt ins Wasser gefallen? Ja, rennen wir einfach hier durch, ne? Zum Rettungsboot. So, können wir dann hier noch irgendwie... Nee, gar nichts. Aber hier ist doch sicher ein Abzeichen, oder? Ist doch ganz sicher irgendwo... Nee? Okay. Hier wird es dann doch wieder etwas heiß und Gas. Aber hier brauche ich nicht mal einen Aufzug. Das ist super. Aha. Wow. Nee, nee, du. Kann ich dich hier runterkicken? Nee, aber einfach so töten. Ey, du sollst sterben und nicht weiterleben. Der letzte ist dort hinten. Das wird jetzt natürlich... Bei der Wacklerei. Kurz anschießen. Und hier wieder in Deckung gehen. Und es wackelt halt weiter, ne? Komm. Zack. Jetzt habe ich dich auch schon, ja. Kiste. Ist sonst, gar nichts mehr, okay. Oh, das sieht aber nicht sonderlich vertrauenswürdig aus hier. Jetzt stolper ich hier mal hoch, ne? Oi. Und jetzt darf ich mich wieder wie vorhin. Ne, riechen da nicht, okay. Es explodiert halt alles. Vor allem in diesen Lederhosen muss es ja schweineheiß hier drin sein. Ah, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr dafür. Sand. Aber mit dem ganzen Feuer und der Hose. Kein Spaß. Ah, gleich haben wir 7 Meter noch. Was wird denn das jetzt? So hoch war es aber nicht. Oh, jetzt darf ich hier. So viel zum Rettungs-U-Boot. Zeit für Plan B. Jetzt darf ich hier
in der Schräglage durch. Ich kann nicht laufen. Ich würde können, aber ich kann nicht. Bitte. Bunk Room? Oh Mann, das hat mich jetzt erschreckt. Es geht nur nach oben. Ja, dann geh mal nach oben, ist ja kein Problem. War eigentlich auch klar, dass es nur nach oben geht. Das ist ein U-Boot. Und wenn es hier so. Die Torpedosteuerung müsste da vorne sein. Glaube ich nicht, danke. Oh Mann. Jetzt beginnt der Wettlauf ums Überleben. Zum Glück sind hier lauter Leid. Wieso? Also. Das Wasser steigt schnell. Beeilung. Gibt es die Leitern in dem U-Boot gerade für den Fall, dass es jetzt in so eine Lage kommt? Oder. Also gibt es das wirklich auch bei echten U-Booten? Oder? Wenn ich ausrutsche, bin ich erledigt. Haben sie das jetzt nur so aus spieldesign-technischen Gründen hier so dazu gedichtet? Da ist ein Zombie. Ach komm. Ich habe Verlust. Du ertrinkst Zombie. Nee! Nee, 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 nee. Nee, Mädchen. Wer da nicht? Muss ich nochmal runter. Ach komm. Wo bist denn du jetzt? Da ist er. Bro! Danke. War dann einmal heilen? Jetzt hätte ich hier fast dieses Abzeichen verpasst. Puh. Zum Glück ist das Wasser dann doch nicht so schnell, wie ich mir das gedacht habe. Kann ich hier. Oh ja. Kann ich irgendwas machen? Ventile zudrehen. Okay. Damit ich dann. Ach, jetzt muss ich erst wieder hier durch. Oh Gott, komm. Das hätte man mal nicht vorher sagen können, oder? Ups. Tja. Dumm gelaufen. Naja, ich hätte nochmal runterspringen und durch das Abzeichen. Natürlich weiß ich jetzt auch nicht, wo ich da jetzt durch hätte können, also. Wenigstens habe ich wieder volle Energie. Jetzt weiß ich auch, dass das Abzeichen dort ist. Also überhaupt kein Problem. Wir kommen gleich da hoch hier. Wenn ich ausrutsche, oh. Bin ich erledigt. Ja, hier könnte ich durch, ne? Gibt's da Ruhe? Ah, nicht so lange nachladen hier. Komm. Was hier? Perfekt. So, und jetzt können wir hier dieses Ventil schließen. Damit ich durch den Luftschacht durch kann, wo keine Ahnung wo der ist, aber ich kann dann durch. Wahrscheinlich muss ich da wieder zurück. Und jetzt. Da geradeaus weiter. Wenn es richtig ist. What? Jetzt bin ich aber nicht nochmal hier, oder? Nee. Ah, okay. Da schaue ich wieder an derselben Stelle wie gerade eben. So, hoch hier jetzt. Puh. Und jetzt, ja, und jetzt? Ah, hier ist eine Leiter. Ah. Das U-Boot sinkt schnell. Puh. Aber wir haben nochmal Glück gehabt hier. Also es war so gescriptet, das kann natürlich auch sein. Und hier rüber. Hier ist wieder eine Leiter. Oh Mann, das Wasser steigt echt schnell. Ist aber eigentlich auch zu erwarten.
Und dann hier hochziehen, ist das richtig? Ist das richtig? Hey da. Ah, okay, hier. Oh Mann. Haben wir es jetzt geschafft? Ui. Immer noch entkommen sie. Oh nee. Du siehst schräg aus. Oh nee. Hey, du bist tot. Auf mich zu stechen, du bist tot, Mann. Und eine Kiste. Noch eine Kiste. Und Wilson im Flame, die sind jetzt aber relativ häufig hier. Da wollten sie, dass man welche übersieht, diese Penner. Und wo geht's jetzt hier weiter? Achso, ich hätte einfach hätte hier weglaufen können. Kann natürlich auch gut sein, dass ich einfach hätte weglaufen können. Oh. Ah ne, ich dachte schon, ich komme ins Freie. Kann ja gar nicht sein, ich müsste erstmal durchs Wasser. Handabdruck notwendig sein. Ich brauche Strom, wenn ich diese Torpedos benutzen will. Stromversorgung. Ah, Orientierung. Da. Ja, müssen wir wohl darüber. Ich hoffe mal, die meisten Zombies sind jetzt tot. Aha. Wortwitz. Immer noch eklig. Da gibt's noch mehr. Im Wasser bin ich sicher vor diesen Fliegen. Vermute ich. Oh, da war was, da war was, da war was. Eda, da war was. Du kannst das doch nicht hier liegen lassen. Erste Hilfe-Spray. Das kann man wirklich nicht liegen lassen. Hier ist aber noch ein Weg rein. Das interessiert mich jetzt aber zu sehr, was da. Da muss ich da sowieso hin. Noch ein Weg. Und was ist jetzt hier? Abtauchen, dann geht alles gut. Diese scheiß Fliegen, ne? Und jetzt? Kann ich da hoch? Ah! Verdammt, genau reingelaufen. Ach Gott, verdammt. Ja, jetzt werde ich vermutlich nicht sterben. Oder? Auch nicht. Lass mich mal durch hier. Jetzt kann ich. Ach, auf der Seite. Okay. Ja, das muss einem ja auch mal gesagt werden, ne? Was ist hier? Ah, hier kann ich wieder unter Wasser, das will ich aber nicht. Ich will erst einmal hier rüber. Bingo, da ist ja mein Stromschalter. Jetzt muss ich nur noch irgendwie hinkommen. Ach, bitte! Ohne Witz, diese Fliegen. Ich habe nicht einmal die Munition, dass ich die Viecher töten würde, könnt, wollt. Ja komm, steh wieder auf und dann ist alles wieder gut. Perfekt. Da wieder ein so ein Ding reinpflastern hier. Dann haben wir wieder denselben Bildschirm. So ein Tic-Tac. Direkt wieder raus. Jetzt war jetzt aber hier nicht richtig, oder? Nee, das war definitiv nicht richtig. Und da geht's. Das probieren wir jetzt auch noch einmal hier. Oder ist das nur um diesen Fliegen auszuweichen? Könnte natürlich auch irgendwo sein, aber. Ah ne, hier geht's weiter. Hoffe ich.